Eine angenehme Mittagsstunde, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem OF3 Aktuell. Wir übertragen in Kürze die Pressekonferenz von Bildungsminister Heinz Fassmann zur Matura, den Lehrabschlussprüfungen und den Hochschulen. Bis die Schulen wieder aufsperren, dauert es noch eine Zeit lang. Und vielleicht wird die Matura heuer ganz anders ablaufen, als wir es gewohnt sind aus den letzten Jahren. Noch sind die Schulen leer, aber man arbeitet daran, sie in absehbarer Zeit wieder zu füllen. Im Bildungsministerium feilt man an einem Stufenplan. Morgen wird er präsentiert. Einige Details zeichnen sich aber schon ab. Die ersten, die zurückkommen, sind die Maturanten, und zwar ab 4. Mai. In den 3 folgenden Wochen soll dann in der Schule intensiv die Reifeprüfung vorbereitet werden, auch mit Schularbeiten in den Maturafächern. Besonders heikel ist immer Mathematik. Hier plant man ein eigenes Package mit Übungen, denn die bereits erstellten Aufgaben der Zentralmatura sollen sich nicht mehr ändern. Die Reifeprüfung selbst könnte dann ab 25. Mai starten, die Noten aber aus den Ergebnissen der Matura und den Noten der Matura-Klasse gebildet werden, so die Überlegungen. Ob es auch eine mündliche Matura gibt, ist noch unklar. Wichtig ist auch der Lehrabschluss. 30.000 Lehrlinge sollen ihn noch vor dem Sommer ablegen, auch um im Sommer die letzten Pflichtpraktika absolvieren zu können und dann im Herbst ohne Verzögerung ins Arbeitsleben einzusteigen. An den Details wird auch hier noch gefeilt. Morgen Vormittag soll der Fahrplan zurück in die Normalität fertig sein. Bei mir im Studio, wie gewohnt, Chefredakteurin Ingrid Turner. Ingrid, die Schule ist ein Fass ohne Boden, scheint es jetzt so. Bildungsminister Fassmann hat ja gesagt, letzte Woche nach Ostern wird er alles bekannt geben. Aber irgendwie hat er jetzt offenbar Druck bekommen und jetzt wird er heute Stellung beziehen. Ja, muss er wohl. Die Antworten werden dringlich eingefordert, vor allem von den Leuten, die heuer Matura machen müssen oder wollen, die ihre Lehrabschlüsse machen wollen, die sich auf ein Berufsleben vorbereiten wollen. Das ist ja alles dringlich. Und da muss es jetzt einen konkreten Zeitplan geben, denke ich. Es gibt einige Kritik daran, dass in Österreich schon ein Plan da liegt, der zwar uns allen zeigt, wann Gartencenters und Baumärkte aufsperren, aber bei den Schulen dauert es noch immer. Also da wären jetzt dringend schon Antworten erforderlich. Und diese Antworten kommen pünktlich auf die Sekunde. Minister Fassmann ist am Wort im Bundeskanzleramt live, und dorthin schalten wir jetzt. Mit Bildungsminister Heinz Fassmann und mit der Bundesschulsprecherin Jennifer Uzzo-Dicke. Bitte, Herr Minister. Meine Damen und Herren, auch in den unruhigen Zeiten gibt es Hoffnung. Hoffnung auf Rückgang der Zahl der Infizierten, Hoffnung auf Therapeutika und Impfstoffe, Hoffnung auf Rückkehr von Schule und Hochschule. Das Zusammenfallen von Ostern und Hoffnung macht mich zusätzlich nachdenklich, aber in einem gewissen Sinn auch wieder optimistisch. Am Montag haben der Bundeskanzler und der Vizekanzler hier von einer schrittweisen Rückkehr zu einer neuen Normalität gesprochen. Die wesentlichen Aussagen zum Bildungsbereich darf ich nun erläutern. Die Schulen bleiben weiterhin offen für die Betreuung der Kinder, deren Eltern in die Erwerbstätigkeit vor Ort zurückkehren müssen und wollen. Die Schule gehört sicherlich zu den wichtigsten Institutionen in der Gesellschaft, und ich bin den Lehrern und Lehrerinnen sehr dankbar, dass diese auch in der Krise funktioniert. Sie haben meine uneingeschränkte Wertschätzung. Die Schulen offerieren keinen regulären Unterricht, aber sie werden die Kinder sinnvoll beschäftigen und auf die Einhaltung der Hygienevorschriften achten. Distanz halten, Hände waschen und Mundschutz tragen, so weit wie möglich. Und wenn das Zusammenleben zu Hause nicht mehr gut geht, dann ist es besser, auch die Kinder vielleicht für einige Stunden oder einige Tage in die Schule zur Betreuung zu schicken. Die Schule vor Ort kann schon beurteilen, ob das ein einfaches Abschieben ist oder eine Notwendigkeit. Wann es mit den Schulen generell weitergeht, wird in Abstimmung mit Krisenstab und Regierungsspitze nach Ostern beschlossen. Aber ich kann jetzt schon versichern, dass wir bei allen Maßnahmen immer auf die spezifische Situation der Zeit Rücksicht nehmen werden. Nicht Druck machen, sondern Entlastung und Sicherheit vermitteln, lautet dabei die Devise. Nun zur Matura. Mein Ziel war immer, dass die Maturantinnen und Maturanten auch in dieser Krisenperiode einen Abschluss machen können.
Das ist ja kein Selbstzweck für mich, aber als Professor für Humangeografie weiß ich, wie sich Bildungsabschlüsse im Laufe des Lebens auswirken. Und als älterer Mensch weiß ich, dass wir in bestimmten Situationen milde und nachgiebig sein müssen. Insbesondere in einer Situation, die für junge Menschen schwierig ist und für die sie nicht verantwortlich sind. Wir haben uns mit vielen Kollegen aus der Schulpraxis, mit der Schülervertretung, mit den Universitäten auseinandergesetzt und präsentieren nun folgenden Vorschlag einer verschlankten Matura. Der Unterricht für Maturaklassen beginnt am 4. Mai. Die Maturanten und Maturantinnen erhalten dann 3 Wochen gezielte Vorbereitung. Sie werden im Turnsaal, im Festsaal, in großen Klassen untergebracht und können Distanz halten. Im Vordergrund dieser 3 Wochen steht die solide Vorbereitung auf die schriftliche Matura und der Abschluss der 8. Klasse. Wenn dann Tests notwendig sind, werden sie gemacht, aber immer nur das Nötigste. Wir brauchen einen Abschluss der 8. Klasse, denn wir haben noch keinen. Und das macht auch alle Vorschläge, mit Durchschnittsnoten zu agieren, so schwierig, wenn es keinen Abschluss gibt. Die schriftlichen Klausuren beginnen dann aufgrund der verlängerten Vorlaufphase am 25. Mai. Sie werden im Haupttermin nur in 3 Prüfungsgebieten durchgeführt, in Deutsch, eine lebende Fremdsprache und in Mathematik. An berufsbildenden Schulen kann eines der 3 Prüfungsgebiete auch eine fachbezogene Klausurarbeit sein. Die Dauer der Klausurarbeit wird jeweils um 1 Stunde verlängert, damit wir den Prüfungsraum nach 1 Stunde ordentlich lüften können. Die Sitzordnung kann so gewählt werden, dass der Sicherheitsabstand gewahrt bleibt. Die Arbeitsflächen werden desinfiziert. In jedem Raum steht zumindest ein Desinfektionsmittelspender. Und alle Maturantinnen und Maturanten werden einen Mundschutz bekommen. Den können sie aber klarerweise während der Arbeit, der Klausurarbeit abnehmen. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Wir werden die Leistung der 8. Klasse in die Gesamtbeurteilung einfließen lassen. Damit wird der Einsatz im Matura-Jahr honoriert und nicht alles von einer Prüfung abhängig gemacht. Also die Endnote ist gleichsam ein Mittel aus Matura und der 8. Klasse. International ist diese Vorgangsweise üblich und wir nützen gleichsam die Gunst der Zeit, um hier gleichzuziehen. Meine nächste wichtige Botschaft, die mündliche Matura entfällt, die Note der 8. Klasse bildet die Maturanote. Nun können Kandidaten sagen, ich habe mich aber so gut vorbereitet, ich hätte gerne eine Prüfung, weil ich mich auch notenmäßig vielleicht verbessern möchte. Dann sagen wir, ja, das ist möglich, die Option kann gezogen werden. Noch etwas, Maturantinnen und Maturanten, die einer Risikogruppe angehören und Vorerkrankungen haben, erhalten die Möglichkeit, die Klausurarbeit in einem separaten Prüfungsraum zu schreiben. Und Maturanten und Maturantinnen, die sich krank fühlen, die physisch und psychisch nicht in der Lage sind, an der Matura teilzunehmen und dafür auch ein Attest vorlegen können, gelten als entschuldigt und können zum Nebentermin im Herbst antreten. Wir zwingen niemanden dazu, das ist mir auch wichtig. Mein 2. Punkt betrifft die Lehrabschlussprüfung und die berufsbildenden mittleren Schulen. Wir vernachlässigen ja manchmal diesen Teil, und ich spreche zu oft von der AAS, so sagen mir dann die Kollegen, und zu selten von den hervorragenden berufsbildenden Schulen, mittleren und höheren Schulen. Auch hier sage ich ganz klar, die Berufsschüler und die Schüler der berufsbildenden mittleren Schulen sollen sicher sein, dass wir für die Möglichkeit der Abschlüsse sorgen. Die Schüler der Abschlussklassen der BMS, also Handelsschulen, 3-jährige technische Schulen, gilt Ähnliches wie für die Maturanten. Unter strengen Hygieneauflagen werden die abschließenden Prüfungen durchgeführt, höchstwahrscheinlich nicht vor Juni, vorher ist es auch gar nicht notwendig, und die Prüfungen werden in Abstimmung mit den Ländern und der Wirtschaft durchgeführt. Für die Lehrlinge, die die 3. Klasse der Berufsschule positiv abgeschlossen haben, für die entfällt auch gleich der theoretische Teil der Lehrabschlussprüfung. Und die positive Note der Berufsschule wird für die Lehrabschlussprüfung angerechnet.
Wer sich im ersten und zweiten Lehrjahr befindet, soll ebenfalls das jeweilige Berufsschuljahr abschließen können. Die theoretische Ausbildung erfolgt über Distance Learning. Das funktioniert gut, weil auch viele Firmen ihren Lehrlingen Geräte, Endgeräte zur Verfügung stellen. Das ist auch nicht das Problem. Das Problem sind eher der fachpraktische Teil der Ausbildung, weil da kommen viele Menschen eng zusammen und da kann man die Hygienevorschriften nicht mehr einhalten. Aber auch hier haben wir eine Antwort. Unsere Antwort lautet fachpraktische Ausbildung in den Sommermonaten oder später. Dazu habe ich eine Verordnungsermächtigung. Umstellung auf Distance Learning so weit wie möglich, aber auf alle Fälle ein Aufsteigen in das nächste Lehrjahr. Lehrlinge haben in den vergangenen Wochen viel geleistet. Sie haben auf den Unterricht verzichtet, weil sie in den sogenannten systemrelevanten Betrieben, Stichwort Handel, eingesetzt wurden. Wir müssen besonders auf sie schauen und auch die Betriebe dazu ermuntern, großzügig zu sein, wenn es darum geht, nach der Krise die Berufsschule auch wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Meine dritte Bemerkung betrifft die Hochschulen. Ich habe gestern noch einen Brief an die geschätzten Rektoren und Rektorinnen der Universitäten, der Fachhochschulen und der pädagogischen Hochschulen geschickt. Ich habe sie darum um eine Konzeption für eine kontrollierte Öffnung des Hochschulbereichs gebeten. Mit den gegebenen Rahmenbedingungen, also Lehrveranstaltungen sollen bis auf Weiteres auf digitale Weise stattfinden. Die Infektionsgefahr, insbesondere bei den großen Lehrveranstaltungen, wäre einfach zu groß. Der Forschungsbetrieb soll, soweit sich das örtlich auch machen lässt, schrittweise wieder hochgefahren werden. Die Durchführung von elektronischen Prüfungen oder von Prüfungen vor kleinen Prüfungskommissionen, abermals unter Einhaltung der bekannten Hygienevorschriften, soll gewährleistet werden. Die Bibliotheken sind zu aktivieren, ohne jedoch die Leseseele mit einer hohen Interaktionsdichte zu öffnen. Und ebenso wichtig ist die Klärung der Frage, wie die Lehre in Labors, das ist eine Präsenzlehre, durchzuführen ist, vielleicht in mehreren Schichten, mit wenigen Studierenden und auch in den Sommermonaten. Die Universitäten, weiß ich, wären dazu auch bereit. Insgesamt möchte ich eines sicherstellen: Studierende sollen die Chance haben, die Ernte dieses Semesters auch einfahren zu können. Das Corona-Semester soll kein verlorenes Semester sein. Darf ich mein Schlusswort anbringen? Wenn Sie mich als Bildungsminister einmal fragen, was mir von diesen unruhigen Zeiten als Erfahrung bleibt, dann sage ich: Das digitale Klassenzimmer ist mir sehr wichtig, die Individualisierung des Unterrichts ebenso, das selbstorganisierte Lernen von Kindern hat funktioniert und Lehrer und Eltern zollen sich gegenseitig einen Respekt, den ich vorher in dieser Art und Weise noch nicht beobachtet habe. Für mich ist aber am wichtigsten, die Schule ist ein unverzichtbarer Ort des sozialen Miteinanders. Sie kann durch Technologie nicht ersetzt werden. Sie ist der Ort des Konflikts, der Freundschaft und der Kooperation. Und sie legt damit den sozialen Baustein für die Gesellschaft von morgen fest. Und darum ist die Schule mir auch so ein wichtiges Anliegen. Dankeschön. Jenny Uzu-Dicke, bitte. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch meinerseits einen schönen Vormittag. Ich möchte vorab die Möglichkeit nutzen und mich beim Bildungsminister Heinz Fassmann bedanken und seinem ganzen Team dafür, dass sie ein offenes Ohr für uns die Schülervertretung hatten und dass wir wirklich auf sachliche und konstruktive Verhandlungen immer zählen konnten. In den letzten Jahren wurden Entscheidungen über die Köpfe der Schulpartner hinweg getroffen. Und deshalb begrüße ich es sehr, dass gerade in so schwierigen Zeiten wie diesen auch die Betroffenen, die Schülerinnen und Schüler Österreichs, mit eingebunden wurden. Gerade jetzt heißt es nicht nur für Österreich zusammenzuhalten, sondern vor allem für die Schülerschaft. Ich konnte in den letzten Wochen viele Gespräche mit Schülerinnen und Schülern führen. Ich war fast täglich mit Schülervertretern aus ganz Österreich in Kontakt. Und gleichzeitig wurden Umfragen in allen Bundesländern durchgeführt und diese Ergebnisse auch präsentiert. Und da möchte ich diesen Moment nutzen und mich bei allen Landesschülervertreterinnen und Landesschülervertretern in den einzelnen Bundesländern für ihre Arbeit bedanken, weil sie setzen sich wirklich tagtäglich, gerade in schwierigen Zeiten wie diesen, für die Schülerinnen und Schüler ein.
Durch sie habe ich auch ein umfangreiches und gutes Stimmungsbild über die Meinung der Maturantinnen und Maturanten zu dieser Thematik bekommen. Und ich weiß, dass die Meinung der Schülerinnen und Schüler gerade in diesem Punkt sehr, sehr, sehr auseinandergeht. Und das ist natürlich auch sehr nachvollziehbar. Ich selbst bin Maturantin in diesem Jahr und mir ist es auch sehr schwer gefallen, in solchen schwierigen Zeiten voller Unklarheit und Unsicherheit einen klaren Kopf zu bewahren. Aber die letzten Tage waren wirklich geprägt von Gesprächen mit dem Bildungsministerium, wo wir als Bundesschülervertretung wirklich versucht haben, die Schülerinnen und Schüler an erste Stelle zu bringen. Von seitens der Bundesregierung und des Krisenstabs kam immer die klare Position, dass die Matura heuer stattfinden wird. Als Bundesschulsprecherin sowie als gesamte Bundesschülervertretung ist es unsere Pflicht, die Schülerschaft bestmöglich zu vertreten und deren Meinungen an die Entscheidungsträger heranzubringen. Daher mussten wir als BSV pragmatische Lösungsansätze formulieren und mit denen in Verhandlungen treten. Doch bevor ich jetzt näher auf unsere Forderungen eingehen möchte, möchte ich noch ganz kurz anbringen, dass wir alle nicht in eine Glaskugel schauen können, wir alle die Zukunft nicht voraussagen können und wir müssen weiterhin einfach Schritt für Schritt weiterarbeiten und schauen, wie die Situation sich einfach entwickelt. Und hier gilt es auch wenn die Situation sich verschlechtert, wieder in Kontakt gemeinsam mit dem Bildungsministerium über Alternativen uns zu beraten und einfach schauen, wie wir weiterarbeiten können. Für uns steht an oberster Stelle die Gesundheit aller Schülerinnen und Schüler. Ebenfalls war es uns immer ganz, ganz wichtig, dass die angehenden Absolventinnen und Absolventen weitergehend entlastet werden. Denn die Drucksituation ist sogar schon bei einer normalen Matura-Situation mit normalen Bedingungen sehr, sehr groß. Und nun in solchen unsicheren Zeiten verstärkt sich das Ganze natürlich noch. Eine angemessene Vorbereitungszeit ist hierfür essentiell und ich vermag sogar zu behaupten, das Wichtigste in diesem ganzen Prozess. Ich freue mich aber allgemein, dass das Bildungsministerium so stark auf unsere Forderungen eingegangen ist, die wir auch gern 3x3 Forderungen nennen, nämlich die 3 Vorbereitungswochen anstatt der 2 Vorbereitungswochen, dann die 3 Schularbeiten in nur maturrelevanten Fächern und nur 3 schriftliche Klausuren waren uns immer in den Verhandlungen sehr, sehr wichtig und darauf wurde auch Rücksicht genommen. Es freut uns auch sehr, dass der Forderung nachgekommen wurde, die mündliche Matura auf freiwilliger Basis abzuhalten. Außerdem begrüßen wir das Entgegenkommen bei der schriftlichen Matura, denn das bringt auch den Schülerinnen und Schülern weitergehend Entlastung. Zum Schluss möchte ich einfach nur sagen, dass ich der festen Überzeugung bin, dass wir als Maturanten gemeinsam diese schwierige Zeit überstehen werden und uns auch gegenseitig helfen können und uns unterstützen können. Und auch die Lehrerschaft, und das weiß ich aus zahlreichen Gesprächen, ist mehr als nur bemüht, den Schülerinnen und Schülern bestmöglich die Möglichkeit zu geben, sich auf die Matura vorzubereiten. Denn wenn wir zusammenhalten, können wir auch diese schwierige Situation mit der Matura und diese schwierige Situation als Land gemeinsam meistern. Ja, vielen Dank. Wir kommen jetzt zu den Fragen. Matthias Westhoff, bitte. Zwei Fragen, die Matura-Jahrgänge betreffen. Da sind ja die vorwissenschaftlichen Arbeiten nicht mehr präsentiert worden. Es gibt viel Unklarheit und Unsicherheit, wie das jetzt benotet wird und auch wer das benotet wird und bis wann. Viele Schüler kennen da ihre Note noch nicht. Eine Verständnisfrage. All jene, die sich für 4 schriftliche Matura-Fächer entschieden haben ursprünglich, die müssen jetzt nur 3 machen, egal in welchem Schultyp. Und dann noch 2 Fragen ganz generell zur Schule. Es gibt die Forderung, dass es im Corona-Jahr kein Sitzenbleiben geben soll in keiner Schulstufe. Unterstützen Sie das? Und was ist mit 4. Klassen Volksschulen? Nicht nur, wann gehen die wieder los, sondern auch die Frage, wie funktioniert der Übertritt in eine weiterführende Schule? Da sind ja die Noten ganz entscheidend. Ja, mit der Volksschule ist vielleicht die einfachste Frage, denn die Anmeldung in die Sekundarstufe 1 fand ja mit dem Semesterzeugnis statt und dort ist im Wesentlichen diese Anmeldungsphase auch hat stattgefunden, bevor wir am 16.03. die Schulen geschlossen haben. Die vorwissenschaftliche Arbeit ist benotet worden. Ich wüsste nicht, warum das den Schülern nicht mitgeteilt werden kann. Wenn Sie hier von Einzelfällen berichten können, dann ist das interessant, aber ich glaube, die Masse hat ihre Note bekommen. Und wir haben ja gesagt, es ist dann keine schriftliche Präsentation mehr notwendig. Aber wer abermals sagt, ich möchte hier
die Note für meine VBA verbessern, kann eine mündliche Präsentation durchführen. Und dann haben Sie noch, die dritte Frage war die Frage. Naja, war das eine noch. Und dann all jene, die sich ursprünglich für 4 schriftliche Maturafächer entschieden haben, die müssen jetzt nur 3 machen, über alle Schultypen hinweg. Die machen nur 3 über alle Stufen hinweg, ja, das ist eindeutig. Und die Sache mit dem Sitzenbleiben in diesem Corona-Jahr, ich glaube, so weitreichende Entscheidungen und gleichsam auch eine weitreichende Attestierung in diese Richtung sollte man noch nicht jetzt machen. Wir haben jetzt Anfang April, es gibt noch einen Mai, es gibt einen Juni, das Schuljahr geht schon noch und wir werden sehen, wie die weitere Entwicklung ist. Und davon, glaube ich, ist es auch abhängig zu machen. Herr Patruel. Noch eine Frage zur Maturanote. Sie haben gesagt, da soll dann das Zeugnis oder die Noten der 8. Klasse mit reingenommen werden. Vielleicht im Detail, wie sieht da die Wertung aus? Wird das dann den Schulen überlassen? Was hat welches Gewicht? Welches Gewicht haben die schriftlichen Prüfungen? Und dann noch eine Frage zu den Schulen allgemein. Da sieht es jetzt momentan aktuell so aus, dass zumindest bis in den Mai kein Unterricht stattfinden wird. Wenn jetzt aber dann die Geschäfte wieder Schritt für Schritt öffnen, kommen wahrscheinlich vermehrt wieder Kinder in die Schule. Es besteht nach wie vor die große Sorge, dass sehr viele Kinder, gerade aus vielleicht sagen wir bildungsferneren Haushalten, noch weiter zurückfallen. Die NEOS haben eine Art Förderunterricht gefordert in den Schulen in der Zeit, vielleicht im April schon. Ist sowas angedacht? Also über die Gewichtungsfaktoren, werden wir noch bekannt geben. Der einfachste Gewichtungsfaktor wäre 1:1, also es ist ein einfaches Mittel daraus. In den deutschen Ländern, die haben ganz unterschiedliche Gewichtungsfaktoren. Die einen gewichten das Jahr stärker, die anderen gewichten gleichsam das Abitur stärker. Da wird es eine Lösung geben, das ist nicht so schwierig. Wenn mehr Kinder in die Schule kommen, weil der Arbeitsmarkt wieder schrittweise geöffnet wird, dann sehe ich das nicht als problematisch an. Wir haben derzeit eine Betreuungsquote, die liegt bei 0,5. Ich habe schon einmal öffentlich auch gesagt, das ist eine wirklich ganz geringe Betreuungsquote. Und die wird ansteigen. Das ist aber auch ganz, ganz klar und erwartbar. Und das, Ihre dritte Bemerkung ist eine ernsthafte Bemerkung. Je länger gleichsam die Schule als normale Schule nicht funktionieren kann, desto stärker wächst klarerweise die Gefahr auch einer Bildungsungleichheit, einer zunehmenden Bildungsungleichheit in der Gesellschaft. Aus dem Grund versuchen wir ja, wenn Sie so wollen, Distance Learning so gut es geht durchführen zu lassen. Aus dem Grund sprechen wir auch aktiv jene Schüler und Schülerinnen an, die wir bisher nicht erreicht haben. Aus dem Grund müssen wir auch überlegen, wie technologisch diese Haushalte ausgestattet werden können. Ich sehe die Gefahr einer wachsenden Bildungsungleichheit ebenso. Wir haben ja jetzt noch eine Periode von 3 Monaten bis Ende des gleichsamen Schuljahres. Dann kommen noch 2 Monate Sommerferien hinzu, 5 Monate sozusagen keine reguläre Unterweisung. Das ist schon eine sehr lange Zeit. Hier, glaube ich, muss man etwas tun und dagegen agieren. Und wir denken auch an unterschiedliche Maßnahmen, die ich dann auch zu gegebenen Zeit vielleicht in einer Pressekonferenz verlautbaren kann. Herr Minister, 20% der Kinder sind für Lehrerinnen und Lehrer nicht erreichbar gewesen. Hat sich an dieser Situation irgendetwas geändert? Gibt es Maßnahmen? Diese Zahl von 20% wurde von Teach for Austria in die Welt gesetzt. Sie hat sich in dieser Welt verfestigt, obwohl es aus einem empirischen, sozialwissenschaftlichen Standpunkt aus eine ganz verzerrte Stichprobe ist. Man hat Teach for Austria-Lehrer befragt, die in Brennpunktschulen unterrichten, ob sie Schüler nicht erreichen. Also aus der Meinung von Teach for Austria-Lehrer in Brennpunktschulen wurde dann eine ganz allgemeine Zahl konstruiert. Wir sind inzwischen weitergekommen und wir erreichen, so sagen die Bildungsdirektionen, und die Bildungsdirektionen haben wieder ihre Schulen gefragt, also ganz seriös,
österreichweit etwa 6% nicht. Also 6% antworten nicht auf die Aufforderungen von Lehrern und Lehrerinnen, bei diesem Distance Learning teilzunehmen. Wir haben daraufhin auch Sozialarbeiter, die in unserem System vorhanden sind, ersucht nachzutelefonieren und zu fragen, was los ist. Und das Ergebnis ist noch nicht feststehend, aber es gibt eine Tendenz, in etwa die Hälfte davon ist nicht mehr auffindbar. Die Hälfte ist vielleicht zurückgefahren in die Heimatländer. Und die andere Hälfte scheint technologisch nicht in der Lage zu sein, auf die Aufforderungen der Lehrer für Distance Learning zu agieren, antworten zu können. Also die Situation ist differenzierter, keine 20%, sondern es sind vielleicht 6%. Und von denen gibt es eine Erklärung in diese und die andere Erklärung in diese Richtung. ATV, bitte. Eine Frage zu den Bewertungskriterien. Mathematik gilt ja für viele als Angstfach. Da gab es auch Forderungen von der Schülervertretung, dass man vielleicht bei den Kriterien irgendwie noch entgegenkommen könnte. Wird es dieses Entgegenkommen geben oder wird es bei den Fächern generell irgendeine Entschlackung geben? Danke. Also das Problem ist insgesamt, wir müssen ja auf der einen Seite schauen, dass die Qualität der Matura erhalten bleibt. Das hat ja, glaube ich, wenig Sinn, wenn wir sagen, das ist alles zu einem Okkasionspreis zu haben. Auf der anderen Seite darf man auch nicht so weltfremd sein und sagen, das ist eine normale Zeit, in der wir leben. Und diese Balance zu halten, ist keine einfache Aufgabe, aber ich glaube, mit unserem, wenn man so will, gemeinsam entwickelten Modell haben wir diese Balance gehalten zwischen Standard auf der einen Seite, aber Rücksichtnahme auf der anderen Seite. Andreas Kuttern, bitte. Ich stelle ein paar eigene Fragen, umfasst dann von Kollegen zusammen auch. Für die Schüler, die 4 Fächer gewählt haben zur Matura und jetzt nur 3 schriftlich machen können, auch da zählt dann vermutlich die Abschlussnote, oder? Im 4. Fach. Dann eine andere Frage, wie sieht es mit den Kindergärten aus? Wann ist da an einen regulären Betrieb gedacht? Beziehungsweise wie soll die Vermittlung neuen Stoffes passieren an den Schulen, wenn die Lehrer einerseits wieder verstärkt betreuen sollen an den Schulen, aber gleichzeitig online auch ihre normalen, unter Anführungszeichen, Schüler unterrichten sollen? Kindergärten ist etwas, was auch sehr häufig an mich herangetragen wird. Ich finde es sehr interessant, dass in einem föderalen Land wie Österreich, wo man stolz auf diesen Föderalismus ist, in bestimmten Situationen dann den Bund anruft und sagt, mach doch die Entscheidung. Sie wissen, kompetenzmäßig gehören die Kindergärten nicht zum Bund. Das ist eine ureigenste Ländersache, sowohl in der Gesetzgebung als auch dann im Vollzug. Und der Vollzug ist dann meistens bei den Gemeinden. Ich werde mich aber mit den Landesräten und Landesrätinnen auseinandersetzen und sie bitten, auch hier zu einer, wenn man so will, österreichweit abgestimmten Lösung zu kommen. Wann gibt es Öffnung? Wie schaut die Öffnung aus? Wie schaut es aus mit den Hygienemaßnahmen? Masken, Nichtmasken, Desinfektion, wie geht man hier mit den kleinen Kindern um? Das ist etwas, was ich aber letztlich nur in der Kooperation mit den Ländern zusammenbringen kann. Ihre zweite Frage, wie ist es dann, wenn auf der einen Seite Lehrer und Lehrerinnen in diesen Vorbereitungswochen tätig sind, gleichzeitig auch mit der Betreuung von Distance Learning? Da wird man Abstriche machen müssen, dann wird eben weniger Distance Learning von den Lehrern in der Sekundarstufe 2 unterrichtet werden können. Das, glaube ich, geht ganz gut zusammen. Da würden wahrscheinlich auch die Schüler aus Gründen der Solidarität heraus sagen, es ist gut so, dass jetzt die Maturanten im Vordergrund stehen. Mhm. Weitere Fragen? Bitte. Nochmal ganz kurz zur Klärung. Also der Matura-Termin steht jetzt aktuell fest, so wie ihn Sie skizziert haben. Für alle anderen gilt aktuell die Situation, wie sie jetzt ist, und Sie entscheiden nach Ostern, wie es weitergeht. Habe ich das richtig verstanden so? Sie haben alles richtig verstanden.
vielleicht mit der einen Fußnote dazu, es ist nicht ich alleine, der hier entscheidet, sondern es ist eine Entscheidung gemeinsam mit dem Krisenstab und der Bundesregierung. Okay, eine allerletzte Frage, Herr Westhoff, bitte. Frage, weil das so viele Beschäftigungen nicht ganz klar war. Sozusagen, Sie haben gesagt, die Anmeldephase ist schon vorbei, aber es zählt ja normal die Anmeldephase für Volksschulen. Aber auch wenn ich jetzt zum Beispiel nach einer AHS-Unterstufe in eine Handelsakademie gehen möchte, dann brauche ich ja trotzdem das Abschlusszeugnis. Und da ist schon die Frage sozusagen, wie man den Schülern am Ende der Volksschulzeit, am Ende der Unterstufe sozusagen einen Abschluss garantieren kann, dass sie in diese Schulen wechseln können. Prinzip 1, alle werden ihren Abschluss haben können. Das habe ich schon in vielen öffentlichen Statements so gesagt. Im Unterschied zur Matura-Klasse haben alle anderen Klassen ein Semesterzeugnis und wenn ich zusammenrechne bis zum 16.03. fast ein Dreivierteljahr der Schule schon absolviert. Das heißt, hier gibt es eine ganz seriöse und solide Beurteilung darüber, die auch dann in einem Abschlusszeugnis eine Rolle spielt. Aber das Konkrete muss ich ein bisschen noch offen lassen, weil es eben dann davon abhängig ist, was nach Ostern sein wird und wie die Entwicklung insgesamt ist. Aber ich bin hier durchaus optimistisch, dass auch ein Plan B oder ein Plan A, je nach Einschätzung, funktionieren wird. Und an dieser Stelle steigen wir aus der Pressekonferenz mit dem Bildungsminister und mit der Bundesschulsprecherin. Und ich sehe im Augenwinkel, die Pressekonferenz ist in diesen Sekunden auch zu Ende gegangen. Ingrid Thurnherr, wir haben heute, also die Eltern von schulpflichtigen Kindern, die haben wenig erfahren, die wurden vertröstet bis nach Ostern, aber Matura, Lehrabschluss und Universitäten, da gibt es auch einen Fahrplan. So ist es, da gibt es einen Fahrplan. Ab 5. Mai werden die Maturantinnen und Maturanten wieder in der Schule sein, werden sich vorbereiten 3 Wochen lang auf die Matura. Es wird die Matura in ein wenig anderer Form stattfinden, als es bisher üblich war. Es wird nur in 3 Fächern eine schriftliche Matura geben, es wird keine mündliche Matura geben. Fürs Matura-Zeugnis wird quasi der Abschluss der 8. Klasse hergenommen und gemeinsam mit den schriftlichen Prüfungen zu einer Note verquickt. Das Verhältnis, das hat der Unterrichtsminister jetzt noch nicht genau gesagt, aber er meint wohl 1:1 wäre die logische Variante. Wichtig zu wissen ist für die Maturantinnen und Maturanten, sie müssen eben zuerst ihre 8. Klasse abschließen, sonst geht das nicht mit dem Hernehmen des Jahresabschlusses und der Maturaprüfung. Also es wird schon ein bisschen eine Sondermatura sein, aber dieser Notenschnitt aus Jahresabschluss und Maturaprüfung, das ist international durchaus üblich. Und Heinz Fassmann hat jetzt gemeint, das ist eigentlich eine gute Gelegenheit, das auch bei uns einzuführen. Wer weiß, vielleicht bleibt das ja dann auch so. Ähnliche Vorgangsweisen wird es geben bei Lehrabschlussprüfungen und bei Abschlüssen von mittleren und höheren berufsbildenden Schulen. Aber alle anderen Schulen, da ist noch viel, viel offen. Also das muss man so sagen, da weiß man noch nicht so genau, wie es weitergehen wird. Und da hält der Unterrichtsminister auch an seinem Fahrplan fest, nämlich einen Fahrplan erst nach Ostern ganz konkret hinzulegen. Was Fassmann auch gesagt hat, ist, dass die Schülerinnen und Schüler, die die Matura jetzt nicht so angehen können, aus welchen Gründen auch immer, die können im Herbst antreten. Ganz genau, da gibt es einen Termin noch und wer sich jetzt aus gesundheitlichen oder psychischen Gründen nicht in der Lage sieht, der kann diesen Ausweichtermin im Herbst in Anspruch nehmen. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten für Jugendliche, die diese ganze Situation jetzt vielleicht auch überfordert. Und er wurde gefragt zu den Kindergärten, da hat er verwiesen. Ja genau, da hat er gesagt, es ist interessant, dass in solchen Situationen dann immer nach dem Bund gerufen wird, obwohl eigentlich jedermann weiß, dass für Kindergärten die Länder zuständig sind und der Vollzug, wenn man so will, dann quasi auf Gemeindeebene funktioniert. Aber er hat versprochen, sich einmal zu erkundigen. Er hat auch noch eine wichtige Sache gesagt. Es gibt da so eine Initiative, die heißt Teach for Austria. Das betrifft vor allem Schülerinnen und Schüler mit nicht deutscher Muttersprache, die von engagierten Personen eben Lernhilfe bekommen. Und die haben immer wieder darauf hingewiesen, dass 20% der Kinder von den Lehrern nicht erreichbar seien. Und da hat der Unterrichtsminister gesagt, das ist natürlich eine vollkommen unrepräsentative Zahl, weil diese Leute, die diese Zahl erhoben haben,
unterrichten eben explizit nur solche Kinder und von denen sind viele nicht erreichbar. Aber diese Zahl auf den gesamten Schulbereich herunterzubrechen, das wäre natürlich Unfug. Er hat eine Zahl von 6% genannt und er hat gesagt, von diesen Kindern, die diese Teach for Austria-Lehrer genannt haben, sind wahrscheinlich sehr, sehr viele in ihre Heimatländer zurückgekehrt und deswegen nicht erreichbar. Und ein kleiner Teil ist natürlich einfach auch digital nicht so auf der Höhe, dass man mit ihnen in Kontakt treten kann. Die Bildung, ein großes Thema. Sie wird auch Thema sein bei dir heute am Abend. Es gibt live zu sehen in OF3 ein OF3 aktuell. Ganz genau, da reden wir auch über diese Sache. Es wird die Bundesschulsprecherin mit uns reden, die wir gerade live auch bei der Pressekonferenz gesehen haben. Wir erwarten auch aber auch aus dem medizinischen Bereich viel Expertise. Professor Ursula Wiedermann-Schmidt wird uns zu einem Gespräch zugeschaltet sein. Sie ist Expertin auf dem Bereich der Impftechnologie und wir erwarten auch ein Gespräch mit Innenminister Karl Nehammer darüber, was man jetzt eigentlich wirklich darf und was nicht. Und ich freue mich auch auf ein Gespräch mit dem Chef des Instituts für höhere Studien, Martin Kocher. Mit ihm rede ich darüber, woher das viele Geld eigentlich kommt, das jetzt in diese ganzen Unterstützungspakete der Staaten gesteckt wird. Also viel interessanter Stoff heute Abend, 20.15 Uhr. Sehr fein, Ingrid, vielen Dank. Und Ihnen danke ich wie immer für Ihr Interesse. Verbringen Sie einen schönen Fernsehtag, vielleicht bis bald. Auf Wiedersehen.